Fernseher auch noch aufgestellt, Thomas, oder nicht? Ja. Okay. Wir haben dieses Projekt mit ins Leben gerufen, mit der Gartenbauzentrale, um da auch ein Zeichen zu setzen in der Gesellschaft, dass wir Integration Richtung Industriekunden und einmal natürlich auch in der Gesellschaft mit diesen Insektenhotels in Leben rufen möchten. Wir sind jetzt gerade aktuell dabei, dieses Insektenhotel zu bestücken. Verschiedene Materialien werden hier eingesetzt. Das sind von Pappe über Harthölzer und Tonziegeln, die hier eingesetzt werden, wo die Insekten ihr Unterschlupf, ihr Zuhause finden können. Ich finde es absolut hochinteressant, mal was ganz anderes zu machen. Gala-Bereich ist natürlich immer recht klassisch. Garten anlegen, Pflege sehr viel natürlich über das ganze Jahr hinweg. Und dieses Mal ein ganz neues Projekt, was wir ins Leben rufen und was natürlich auch sehr, sehr gut angenommen wird und mit viel Begeisterung die Leute natürlich dabei sind. Natürlich. Da ist natürlich sehr viel Nachhaltigkeit. Wir bringen das jetzt hier mit in die Öffentlichkeit mit rein. Deswegen haben wir natürlich auch diesen Platz hier im Stadtpark ausgesucht, um natürlich auch die Gesellschaft zu zeigen, was machen wir eigentlich. Ne? Was sind wir, die Behindertenwerkstatt insgesamt mit der Gartenbauzentrale, um dann diese Nachhaltigkeit da hier mit zu veröffentlichen. Dahinter steckt ein Nachhaltigkeitsprojekt von uns. Wir möchten den Leuten hier gerne zeigen, was die Gartenbauzentrale oder in welchem Bereich wir uns engagieren. Eben für die Pflanzen, für die Natur, für die Insekten. Wir möchten also einen Lebensraum schaffen an dieser Stelle, der auch langfristig angelegt ist. Die Problematik Insektensterben steckt auch dahinter. Ne? Das ist gerade in aller Munde. Das ist die Caritas hier aus Papenburg. Die helfen uns dabei, das Insektenhotel, was man hier hinter mir sieht, auf der Blumenwiese zu erstellen und auch zu befüllen. Die sind sehr, sehr schön geworden, die Insektenhotels. Ich bin wirklich begeistert, was man so in kurzer Zeit auf die Beine stellen kann, um eben unser Projekt zu unterstützen. In Werlte an einer Realschule zum Beispiel haben wir ein Schulprojekt daraus gemacht, um auch für die Schüler und Schülerinnen eben zu zeigen, was man für die Insekten tun kann. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Also da steht dann auch so ein Insektenhotel. Die haben auch eine Wildblumenwiese angesät und wir werden hier auch im Stadtpark noch zwei schöne Schilder aufstellen, die das Ganze erklären, warum, wieso, weshalb, was dahinter steckt. Ein weiteres Insektenhotel haben wir zum Beispiel auch beim Logistikzentrum an der Gartenbauzentrale aufgestellt. Hinter unserem Logistikzentrum war bis vor kurzem, letzten Herbst, noch ein Kartoffelacker. Das haben wir jetzt umgesät, sodass jetzt auch dort eine Wildblumenwiese entsteht. Ein weiteres Insektenhotel und eine weitere Wildblumenwiese entsteht im Volkspark Bokel, auch hier in Papenburg.